Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Halt. Nochmal. Was war denn das? Das nur lauter machen. Nochmal. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. So, und das Ganze jetzt noch mal ein bisschen mit mehr Elan hier, Jungs. Mehr Elan? Ja, du auch mal lauter. Du möchtest, ja so leise. Möchtest du nicht mitmachen? Na, dann geht das auch. Okay, dann rutsch mal hier so. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Na, so läuft doch. Kampagnenspiel, das ist mal der Test, unsere Mega-Kampagne. Zweite Game, erste hat der Dennis gemacht. Zweite macht der Marvin, auch bei der Kampagne dabei, mit einer relativ normalen Warband, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Ja, trotzdem geil. Musst du da mal ein bisschen was zu erzählen gleich. Kannst du auch jetzt schon, wenn du willst. Ja komm, hau mal einen raus. Was spielen wir denn? Ja, ich spiele eine Tribal Warband. Ne? Tatsächlich die Werte und so, da muss ich jetzt gleich mal alles auf meinen Zettel gucken, weil, ne? Und ja, schon ein bisschen zum Hintergrund der Warband erzählen, oder? Kannst du machen, kannst du auch gleich, sonst wenn wir die Minis einblenden, wie du Bock hast. Oder ein bisschen Geschichte vielleicht. Ja, wo kommen die denn her? Es sind Tribals, aber was heißt das? Ja, wo kommen die her? Ne? Ja. Das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Ne? Ihr werdet ja gleich noch sehen, wie die aussehen. Ne? Ich sage nur so viel, das ist eine Familie, schon seit Jahren lang in diesem Familienbetrieb, sage ich mal. Werdet ihr gleich sehen, was genau. Also im Krater Familienbetrieb. Genau, das ist ne, der Meteor-Asteroid ist da reingeknallt, ne? Und deren Hütchen da hat natürlich das überstanden. Klar. Warum auch nicht, ne? Und das ist jetzt so, ne? Jetzt langsam gehen die natürlich die Vorräte aus. So. Und da müssen die halt gucken, wie kommen die jetzt an neue Vorräte dran, ne? Wie kommen die an neuen Stuff dran? Und deshalb peilen die jetzt halt natürlich die Mitte des Kraters an, weil dort auch, ja. Vielleicht ja was ist, man weiß ja noch nicht, was da ist. Genau. Aber das Signal haben sie wahrgenommen. Genau, die sind ja auch, die haben ja auch schon von Wanderern, die vorbeigekommen sind, um bei denen einzukaufen, haben natürlich auch schon erzählt, ja, da in der Mitte, da muss irgendwas sein, da pilgert das alle hin und manche verehren das, andere auch nicht und ja, deshalb ist meine Warband jetzt dorthin unterwegs. Was verkaufen sie denn? Die verkaufen allerbestes Fleisch. Schweinefleisch, Bacon, Bacon Deluxe, Double Bacon, sämtlicher Art. Ja, was ist das denn für ein anderer Bacon? Also, ja, es ist halt Double. Das ist halt Bacon, ne? Ja. Wo dann halt wieder eine Babyscheibe Bacon, so, also jüngerer Bacon drauf vom jungen Schwein und dann halt wieder vom älteren Schwein und das halt alles schön kombiniert. Schön in die Sonne hingehangen zum Garn, zum Brutzeln, mega. Das ist einfach nur geil, ne? Ne? Und wie gesagt, dann gehen halt langsam die Vorräte aus und dann ist halt oben vom Kater halt, sind halt auch immer so Sachen runtergeflogen, unter anderem ist da auch mal so eine dicke, schöne Keule runtergeflogen, so eine Schweinskeule und die denken sich natürlich, wenn da oben so was Geiles runterfliegt, ne? dann müssen wir natürlich da auch irgendwie hinkommen. Ja, natürlich erst versucht, die Wand hochzuklettern, aber das ist, war nicht so geil, ne? Mega. Ich bin sehr gespannt auf die Minis. Also haben wir nach den ersten Menschen, die ja auch schon sehr normal aussahen, die nächste Menschen-Warband. Und ja, wie das so aussieht, das gucken wir jetzt gleich im Detail. Wir müssen auch zu der Map kommen, denn du musst dir ja eine Startposition erstmal aussuchen. Gerne. Und dann gucken wir mal, wo es dich denn hinzieht. Gerne.
Genau, deshalb jetzt erstmal eine Vorstellung der Warband und dann, wo diese Warband dann startet. Ja, dann kommen wir mal zu meiner Warband-Vorstellung. So, halt ich mir näher dran, wie ihr seht, total menschlich. Nein, das ist natürlich die Schlachterei Chikatilo, russische Schlachterei. Die haben sich jahrelang nur von den Schweinen ernährt. Die Schweine haben natürlich auch dann im Boden natürlich den ganzen Smog und alles aufgenommen. So haben die das auch aufgenommen und haben sich dann natürlich, ich sag mal so, du bist, was du isst, ne? Haben sich dann halt natürlich immer mehr mutiert nicht, aber halt, ne, den Essen ein bisschen angepasst. Sind trotzdem halt noch menschlich. So, dann fangen wir auch mal an. Das ist hier mein Leader. Das ist der Vladislav. Der Vladislav Chikatilo. Combat Armor ausgerüstet. Hat eine Aerosol Gun, wie man dort sieht. Sonst noch eine Heavy Weapon. Ja. So. Punktekosten wären ganz gut. Achso, genau, die Punktekosten. Der kostet 120 Points. Ja. Dann haben wir hier den Tribal Warrior. Ne, auch hier schön geil auf Schwein. Ne. Dann ist der Sergei Chikatilo. Ne? Das ist praktisch die rechte Hand des Vladislav. Geiler Name übrigens auch. Ne? So, der hat Punktekosten 24 gekostet, hat eine Riot Armor und eine Light Weapon. So, dann haben wir hier noch den Igor. Der Igor ist auch ein Warrior wieder. Gar nicht, Sergei hat gerade 31, der kostet jetzt 24 Punkte. So, der hat halt eine Mesh Armor, sonst eine Light Weapon. Ja, und dann last but not least haben wir noch ein Warbeast, den Yuri. Ne? Hier schön, weil die müssen natürlich immer, ne, wenn die auf Wanderschaft gehen, ne, immer schön das Schwein mithaben, ne? Weil abends, wenn die Nächte kalt sind, dann kuscheln sie sich alle schön ans Schwein, ne? Dann ist schön warm, ne? Ja, so. Und das kostet mich 20 Punkte Natural Weapons und ja, das ist meine Warband. Ne? Gesamtpunktekosten? 195 Punkte habe ich. Sehr geil. Ne? Ja, und das ist mein Metzgerei, mein Schlachterbetrieb. Und mal gucken, was sie so auf deren Weg zum gelobten Land so alles an Bacon aufsammeln können. Ja. So, hier seht ihr die Map. Nach dem ersten Spiel hat der Dennis sich ja schon, oder durch sein erstes Spiel hat er sich ja schon dieses Nest hier geholt. Ja, ist also ganz im Norden, deswegen die Frage an dich, wo möchtest du denn starten? Ich würde tatsächlich gerne dort meine Metzgerei, Schlachterei haben, eröffnen. Ja. Wieder eröffnen. Neu Startfeld öffnen. Dann, ne? Kann dir nicht genommen werden, kann nicht angegriffen werden, genau, von anderen. Und von dem Feld ausgehend kannst du jetzt überlegen, welches Feld du denn als erstes angreifen möchtest, wo du hingehen möchtest. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, normale Felder, wo sonst nichts ist, bringen dir, wenn du sie hältst, zwischen den Spielen 5 Coins einfach ein Einkommen. Mhm. Das ist immer irgendeine Scheiße, die da rumliegt und so weiter. Nester, in dem Moment, wo du es betrittst und erfolgreich dir wegsnackst, bekommst du ein Ei oder einen kleinen Welpen oder was auch immer. Mhm. Und ja, bekommst dann halt ein Viech, was sich deiner Warband anschließt, ohne dass es dich was kostet. Ja,
Ich habe mich tatsächlich auch für das Nest entschieden. Also praktisch einmal hier geradeaus. Dann einmal die Figur einen fortsetzen. Dann können wir nämlich deine Flagge. Ich wollte rot, red. Genau, rot hat der Marvin gewählt. Deine rote Flagge kannst du dann schon mal in dein Startgebiet stecken. Mhm. Und ob du hier gleich auch eine hinpacken kannst oder nicht, das würde ich sagen, sehen wir jetzt gleich im Game. Deswegen bauen wir mal ein bisschen um, bauen mal ein geiles Spielfeld auf und dann geht's gleich los. So. Da ist er. Da ist er. Und da ist das Spielfeld. Noch nicht aufgestellt, die Warband, denn wir haben hier gerade schon ein bisschen was zufällig ausgewürfelt, zum Beispiel wie viel random Plätze hier irgendwie sind zum Looten. Da hat der Marvin auf dem W4 natürlich eine 4 gewürfelt, also könnte er hier looten. Hier gibt es vielleicht was abzugreifen, natürlich da, wo die alte Karre drin steht und hier. Das Nest befindet sich diesmal auch wieder in der Mitte, in diesem schleimigen alten Rohr. Und ja, wir haben halt hier so ein bisschen so eine alte, man weiß nicht, irgendwie Industrieanlage oder so. Ein paar Wellblechhütten-Menschen haben sich da angesiedelt. Allerdings ist alles verlassen inzwischen. Und ja, man hört eigenartige Geräusche hier aus der Mitte an drei verschiedenen Stellen. Was da allerdings ist, sieht man noch nicht. Das wird noch nicht verraten. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie mal aufgedeckt, wenn man da in der Nähe oder dran ist. Oder wir werden sehen. Aber wir lassen den Marvin jetzt erstmal aufstellen. Wir haben hier ein W4 fürs Aufstellen. Hier ist die 1, 2, 3, 4. Und wenn man dann aufstellt, dann keine 6 Zoll, weil wir hier nur auf einer sehr kleinen Platte diesmal spielen, sondern eben in Randkontakt. Ich würde sagen, Marvin, du würfelst ja mal eben aus, mal wo du startest. Mittig so, am Röhrchen hier. Die 1. 1. Also war bei 4. Ja. Ja. Das heißt, von hier kommt gleich die Warband. Ziel des Spiels ist es, in die Mitte hier in Base-Kontakt mit der Röhre zu kommen, dort dann zu suchen. Das geht diesmal wahrscheinlich, würde ich mal sagen, über einen Agilitätstest, weil da kriecht immer einer durch und guckt, was da so am Start ist. In dem Moment, wo man diesen Test schafft und erfolgreich lootet, ist das Spiel vorbei. Also auch wenn irgendwelche Figuren im Kampf sind oder so, völlig egal. Das heißt, er könnte jetzt einfach dahin laufen, wenn ihm nichts weiter passiert, das Ding looten und gut ist. Aber vielleicht möchte er ja auch noch ein paar zusätzliche Geheimnisse hier entdecken. Deswegen würde ich sagen, du stellst auf und dann gucken wir weiter. Die Warband ist aufgestellt und er heißt da Vladislav und seine Kollegen sind alle hier vorne auf die Karte gekommen. Und ja, haben jetzt direkt den ersten Zug in Runde 1. Das heißt, du kannst überlegen, wen du zuerst aktivierst. Ich weiß das halt tatsächlich schon zuerst. Aktiviere ich den Yuri, das Warbeast. Ja, hat Schweinchen, ne? Hat ein Metal von 5, also 5 plus. Geschafft. 6, hast das heißt, also 2 Aktionen. 7. 7er Move, das liegt wahrscheinlich an den Rollen. Es sind immer Holzrollen. Das liegt dann noch. Ja, wenn die einmal in Schwung sind, ne, dann ist ja auch die Masse. Weil die Masse einmal in Schwung ist. Ne? Du meinst, der holt Schwung und dann geht das auf. Und dann macht er nur genau, noch so. Genau, ne? So ist das. Ne? Ne? Ja. So, pass auf. 7. So. Ne? Das heißt, der Vladislav, der grunzt einmal und zeigt zum Yuri. Und Yuri versteht das natürlich. So, das heißt, der läuft hier 6 sind das. Ja, dann nochmal einen Zoll dran, dann hast du deinen so, ersten. Dann hier so, ne? So ein Zoll noch. Jo. So, und dann hechelt der hier hin. Mhm. Oh, und mit dem Zoll kommst du schon da im Base. Warum der natürlich das genau der Yuri dahin läuft, kann ich jetzt auch nicht erklären. Der läuft einfach mal dahin. So, hier und den einen Zoll noch. Zack. Ne? Okay. Das war der erste. Dann, wen aktivierst du als nächstes? Ja, gut, als nächstes wird der wie heißt der? Igor. Der Igor wird aktiviert. Der hat ein Metal war das, ne? Richtig? Richtig, Metal zum Aktivieren. 5, also Horror 5 plus. Ja, kommt. Auch mit einer 6, auch erfolgreich aktiviert. 5 Zoll, das heißt, er
schickt ihn erstmal hier. 5. Erste Move. Und dann zweite Move an das Ding dran. Dann kannst du nachher da ein bisschen suchen. Genau. So. Er ist hier. Ne? Wollte ich natürlich über den Bacon vermuten. Ja, könnte ja überall sein. Dann weiß ich ja. Ne? So, als nächstes aktiviere ich den, den Sergei. So, auch noch ein Warrior, also auch genau. Level 5. Obwohl, einen Moment, das stopp, werden halt immer mehr Spieler hier. Geil. Doch, ich will es eigentlich versuchen, ich aktiviere den Sergei. Ja, so. Auf 5 plus dann, ne? Oh, nein, er tatsächlich nicht, hat nur eine Aktion. Eine Aktion. Was macht er denn dann? Gut. Der Sergei. So, wie war das jetzt, wenn ich hier drauf und. Dann ist es halbe Bewegung. Also ein Zoll da drauf kostet dich 2 Zoll. Also wenn du zum Beispiel, du kannst ja mal messen, wie weit das da drüber ist. Wenn das 2 Zoll ist, braucht er 4 Zoll, um das 2 Zoll. 3 Zoll sind das von hier nach da. Dann bräuchte er komplette 6 Zoll. Er hat ja, 5. Pass auf, er ja, stellt, dann, ist dann hier. Ja, genau. Ne? So. Ja, stellen ruhig davor, dann ziehen wir da 1 Zoll ab. Auf Style. So. Ne? Er fliegt da ein bisschen nach Bacon und so. Ne? Ist jetzt der Vladislav. Der Leader, der hat ein Metal von 7, also auf 3 plus. Schafft ja, er genau, schafft er. Hat 2 Aktionen. So, er will jetzt, er, ne? Stürmt los. Er hat Move von 5, das heißt 5 einmal hier hin. Ja. Und jetzt nimmt er seinen Kopf runter, spitzt seine Hörner und er möchte jetzt, wie mache ich das jetzt? Durch den Zaun durch. Durchbrechen will. Da würde ich sagen, machen wir einfach normale Bewegungen, als wenn der da durchrennt, aber ja, du musst am Zaun jetzt einen Stärketest machen, um zu gucken, ob der da wirklich durchrennt oder wenn er den verkackt, bleibt er halt am Zaun stehen, ist der voll dagegen gelaufen, hat sich irgendwie ein bisschen in die Birne gehauen, aber oder es federt so zurück wahrscheinlich. Also ja, geh erstmal deine... So 2 Zoll sind das, zack. Jetzt Stärketest. Da helfen dir deine Waffen. Hier ist in Klammern 8 wegen Heavy Weapon. Die helfen dir da aber nicht. Ja. Was geht denn da ab? Haben dir Spaß? Du bist aber sofort in die Mainz, Alter. Aber... Okay, ja. Also, du auf hast die Stärkewert von 6, ne? Genau, auf die 4 plus dann sogar nur. Und dann brichst stimmt, du dadurch, weil du musst ja immer auf eine 10 kommen. So, jawohl, ja, haut da voll durch. Haut das Ding durch. Das heißt, 2, dann hat er noch 3 Zoll. Ja, jetzt müssen wir mal eben genau, mach der Move mal zu Ende. Wir werden gleich einen adäquaten Zaun finden und den austauschen, denn das Ding ist jetzt sowas von durchgerippt. Ja, und damit endet auch schon deine erste Runde, weil alles einmal aktiviert wurde. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Hier sind ja noch keine NPCs, aber ich nehme jetzt mal den W8 und werde den für jeden von diesen Geräuschmarkern mal werfen. Und W8 hat ähnlich wie ein W10 eine Spitze. Da, wo die Spitze dann liegt, in die Richtung geht es. Und Zollanzahl, so wie es da drauf steht. Zufällige Bewegung. Er hier bewegt sich 6 Zoll nach dort. Am Baum. Ja, da scheinbar unterirdisch, denn man hört dieses Geräusch, aber man geil sieht nichts. 7 Zoll. Oh, cool, in den Weg von dem Leader. Hier. Da so neben den Fässern ungefähr. Ein Stück weiter, weiter, weiter. Hier, so? 7 Zoll, noch weiter. Also neben den Fässern. Noch ein Stück. Ja, da so eben. Okay, passt. Und er hier 7 Zoll zurück. Das heißt, dann ist er hinter in dem Haufen hier drin oder so. Ja, knapp dahinter. So, genau. Okay, was das wohl ist. Man weiß es nicht. Damit ist quasi die NPC-Runde 1 zu Ende. Und Marvin ist mit seiner... Genau, richtig. Das hatten wir vorhin gar nicht gesagt. Das ist bei unseren Spielen hier jetzt aber immer so. Immer nur 8 Runden. Das heißt, man kann nicht unendlich lange hier hin und her rennen, sondern muss halt gucken, was da so geht bis Runde 8. Ja, aber jetzt Anfang Runde 2, du kannst wieder überlegen, wen du zuerst aktivierst und was du da mit demjenigen machst. Ich aktiviere erst den Sergei. Sergei, auf dem Schrotthaufen. Ja, auf 5 plus wieder. Müssen wir gleich hier auch noch wegen den oh ja, der Sound, richtig. So, ja, klar. Wir machen jetzt einmal die Aktivierung und dann tauschen wir das aus. So, auf die 5 plus. Jo, mit einer 9 schafft er das. 2 Aktionen. Was das macht heißt, er denn damit? Also 2 Zoll braucht er quasi, um runterzugehen. Hat er noch 3 Zoll. Einmal da runtergehen und dann einmal suchen. Er will tatsächlich auch hier suchen. Ne, mit
mit suchen. Dann würde ich sagen, machen wir da auch mal auf den Movement-Wert, weil das ist ja quasi wie Trüffelschweine, der geht jetzt runter mit der Schnauze, genau, flügt da komplett genau durch. Also, und um zu gucken, ob er was findet, nehmen wir den Metal-Wert, als, weil es gibt keinen Move, also den Metal. Ja, heißt also eine 5 auf 5 plus, ist er erfolgreich? Nein, ist er leider nicht. Leider nein. Sind seine beiden Aktionen vorbei, okay, also einmal laufen, einmal suchen, dann der nächste. Ja. Der Igor tut das gleich auf die 5 plus. Nein, eine Aktion. Reicht ja um einmal. Sorry, ich war abgelenkt. Alles gut. Also er hat es nicht geschafft, 2 plus, aber reicht ja um einmal zu wühlen. Ja, ne? Genau. Kann er würfeln. Auf. Ich habe erstmal mein Energy, aber dann gleich eventuell. Er lenkt ab und lenkt ab und versorgt alle mit Bier. Na gut. So, also, ne, wieder. Er schafft's. Er schafft es. Das heißt, er findet was beim Suchen. Und was er findet, das sehen wir jetzt wieder hier in unserer fantastischen Loot-Tabelle. Dafür brauchen wir 2 W6. W6 einmal, ne? Zwei. Der hellblaue macht den 10er und der dunkelblaue den 1er. 3 und 5, 35. Equipment, du findest irgendeine Ausrüstung. Okay, um zu schauen, was für eine Ausrüstung brauchst du, einmal den W10. Das ist hier unsere Ausrüstungstabelle. Ja. Die 7. Liquid Bravery. Das ist Zeug, was man sich reinkippen kann und dann ist man, meine ich, immun gegen Will-Tests und sowas für ein ganzes Spiel. Das heißt, du hast jetzt auf jeden Fall eine Pulle Liquid Bravery gefunden. Kannst du dir gleich aufschreiben auf deinen Cheater. Ist ja schon mal nicht schlecht. Der Marker hier wird entfernt. Okay. Dieser Bereich ist gelootet. Und er ist aktiviert. Das heißt, du hast noch dieses Schwein und den Lieder noch. Ja, dann aktiviere ich erstmal den Yuri. Der fängt auch an zu wühlen. Ne? Klar, ist ein speziell ausgebildeter Schwein, der weiß, was er sucht. Kein Trüffelschwein, das ist ein Bacon-Schwein. Ja, klar, mal gucken, ob der was findet. Erstmal aktivieren. Nicht erfolgreich, eine Aktion. Gleiche Dings, also machen wir mit Metal-Wert, der wühlt und wühlt da jetzt durch. 5 plus. Jawohl. Was findet er denn? Was hat er aufgespielt? Hell war 10er, richtig? Richtig, hell ist 10er. So, die 4. Okay, schon mal nicht schlecht. Und die hinten 6. 46. 46, er findet einen Ranged Weapon. Was für einen findet er denn? Das ist Armor, das ist diese Tabelle, 2W8. Und dann einfach zusammenzählen. Ein W8 habe ich hier und der zweite W8 ist natürlich da hinten. Dieser wahrscheinlich. Nee, der. Okay. So. 2W8 und einfach zusammenzählen. Also bei der Tabelle geht es von 2 bis 16. 2 und 7 ist eine 9. Ja klar, eine Maschinenpistole. Warum genau nimmt er die denn jetzt mit? Erklär das mal. Ja, das ist natürlich ganz logisch, warum der die mitnimmt. Das Schwein ist ja nicht ohne Grund hingerannt. Das hat ja den Bacon gerochen. Ne? Und da ist hier mal, der dort oben noch gewohnt hat, ein schwieriger Typ, bevor er abgehauen ist. Der ist natürlich panisch hier abgehauen, hat seinen Wagen alles stehen lassen, hat dann hier seine Maschinenpistole fallen lassen. Und da der natürlich hier noch davor Bacon gegessen hat, die natürlich die Maschinenpistole angepackt hat und die Spuren dann noch dran waren, hat das Schwein dann natürlich sofort errochen. Ne? Und legt jetzt erstmal eine Pistole, schüttelt die dann so und hat die jetzt im Mund. Geil. Okay, also eine Maschinenpistole gelootet. Mega. Damit ist auch dieser Marker weg. Und du hast nur noch deinen. Achso, das Schwein ist aktiviert. Sie. Dann hast du noch deinen Leader. Gut. Der aktiviert auf 3 plus. Genau, der aktiviert auf 3 plus. Was er schafft. Jetzt überlege ich, was der macht. Ne? Der ist natürlich im Rausch. Ne? Der ist ja gerade durch den scheiß Zaun gerannt. Der rennt jetzt einfach erstmal weiter. Der ist durch den Zaun gerannt. Rausch. Der rennt weiter. Der Vladislav rennt weiter. Das heißt, der da liegt einer Tabletop. So wollen wir das sehen. Move von 5, das heißt, er rennt erstmal hier. Ist sogar nur ein Zoll weiter dann, weil das war nur 4. So, und zweite Move. Der zweite Move ist hier hin erstmal. Und dann steht der hier. Und guckt sich erstmal nach rechts und links um die Nase schnaufen. Also jetzt ist der erstmal angekommen, der atmet jetzt erstmal einmal durch und checkt mal hier, was überhaupt hier so Sache ist. Ist jetzt über das halbe Spielfeld gerannt und jetzt erstmal ausruhen. Richtig, so ist das. Ne? Okay, das heißt, du hast alles aktiviert, was geht. Wir kommen wieder zu den NPCs. Genau, Geräuschmarker. Ich werde die Geräuschmarker jetzt wieder randommäßig so bewegen wie gerade. Mit dem W8 und mit der Richtung.
Und sollte ich auf einen Gegner treffen, dann schauen wir mal, was passiert. Ich fange mit dem Einzelnen hier an. 4 Zoll nach da hinten. Ich messe jetzt mal nicht ab, nur grob. Das wird in etwa so sein. Dieser Geräuschmarker. 4 nach. Das ist nach hier. Das heißt, der kommt noch nicht wirklich ans Schwein. Aber die knapp davor. Ja, aber nah dran. Dann müssen die jetzt berühren, die Bases, oder? Ja, ja, doch. Ja, okay. Der andere 2 Zoll auch hier rüber, der folgt seinem Kumpel. Ja, die scheint irgendwie, ne, durchs Gewühle angelockt werden. Ne? Das könnte gut sein, ja. Das ist vermutlich. Okay, damit ist Runde 2 zu Ende. Wir machen mal alle Marker weg, machen mal hier eben das Gelände richtig und dann sind wir gleich wieder da. Der Zaun ist im Arsch. Denn, wie heißt er, Vladislav? Vladislav. Ist ja volles Rohr da durchgerannt, sieht man hier auch noch, alles verbogen. Er ist jetzt hier zu einem Halt gekommen, hat er Pause gemacht. Und ja, damit befinden wir uns in Runde 3 am Anfang. Die Marker wurden ja so bewegt, dass noch nichts wirklich passiert. Marvin ist dran und kann sich überlegen, wen er denn jetzt aktiviert. Das weiß ich tatsächlich auch schon. Ja, was machen wir natürlich als nächstes? Vladislav guckt sich natürlich um und jetzt grunzt er einmal laut. Ne? Jetzt hören die halt alle natürlich. Ne? Das Schweinchen macht jetzt erstmal die Ohren hoch und will jetzt natürlich Richtung Vladislav. Das heißt, ich aktiviere den Yuri. Aber so kann man. Das ist Yuri. Metal 5. Das schafft er nicht. Der muss ja erstmal wieder in Schwung kommen. Das ist ja eine, ja, muss er erstmal wieder anrollen. Ist ja logisch, klar. Gut, das heißt, er hat einen 7. Das ist einmal das Tool. Heißt, und er wird auch direkt hier straight durch. Warum soll er eine Abkürzung nehmen? Das ist unlogisch. Der rennt jetzt. Ne, und, er muss ja Schwung auf. So, das heißt, das ist hier so. Pass auf, dann bin ich hier. Er rollt. Bist sogar noch ein Stück weiter. So ungefähr hier. Er so. Rollt über die Geräuschmarker drüber und in dem Moment sind die Geräuschmarker keine Geräuschmarker mehr, sondern es erscheinen aus dem Sand sich nach oben wühlend ein paar Gnash-Worms. Die gibt es tatsächlich da in dem Regelbuch, die haben da auch ein Profil drin und die erscheinen jetzt und werden so, hä, wie, was geht hier ab, was ist er denn, hä, so, hinterher. Und die werden jetzt gleich, wenn der Marvin eine Aktivierung verliert, auch eine Aktivierung bekommen, wobei wir das so machen wie im ersten Spiel auch, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Die haben diese Runde jetzt damit zugebracht, sich erstmal auszubuddeln. Das heißt, in dieser Runde machen die tatsächlich noch nichts. Also mache ich noch nichts. Du kannst einfach deine Züge alle machen. Aber in der nächsten Runde werden die auch ganz normal von mir aktiviert, können angreifen und so weiter. Weil denen geht das natürlich tierisch auf den Sack, dass so ein komisches Rollerschwein da über deren Köpfe gerade drüber gefahren ist. Geht ja gar nicht. Und ja, jetzt gucken wir aber erstmal, was der Rest der Warband so, hat. Ne? Wie episch, da tauchen die da einfach auf. Ne? Geil. Die Raketenwürmer. So, die haben das natürlich auch gehört. Das heißt, als nächstes ist der Igor, versucht sich zu aktivieren. 5 plus? Nein. Eine Aktion. Aber jetzt kann er ja geil da durchlaufen. Genau, ist jetzt offen. Ne? So, das heißt, so hier. Dann ist hast noch einen Zoll mehr, du musst immer von hinten. So, dann ist er hier jetzt. Zack. Und jetzt sind die Würmer, richtig? Ja, aber die Würmer, wie gesagt, machen nichts. Ach so, ja, stimmt. Sie sich gerade einfach ausgebuddelt haben. So, das heißt Sergej. Sergej ist Sarah. Richtig. Die 10, das ist. Ja. Ne? Also zweimal Aktion. Also zweimal das Bewegen, zieht mir jetzt wahrscheinlich, wenn ich hier runter kein Gelände oder nein, nein, so, nee, das ist ja einfach nur. Gut, das heißt, er geht erstmal 5, dann ist er genau dahinter am Marzaun. Ja. Zack, plus weitere 5, dann ist er hier. So, da ist er. Okay, haben sich also beide in die Mitte bewegt. So. Fehlt noch dein Leader. Der Vladislav. Was macht der Vladislav? So, der hat natürlich die gerufen. Und jetzt gucke ich, aktiviere den mal. 3 plus. Ja, sie. Und der sprintet weiter. Das heißt, er hat eine 5er. Mhm. Er sprintet weiter. Wo will er denn hin? Ja, er sprintet erstmal in die Garage rein. Ja, er muss bacon, muss hier irgendwo versteckt sein. Da riechen die noch. Das heißt, er sprintet hier. Zack.
So. Wenn du jetzt oben drauf willst oder da rein willst, dann weiß ich nicht, doppelte Bewegung, zwei bis weiter als auf der Motorhaube. Du stehst wahrscheinlich auf dem Dach von der Karre da, aber das ist scheiße, Figur hinzustellen, falls du da hoch willst. Das will der tatsächlich. Ja, eigentlich würde der da durchrennen, aber der kann nicht durch ein Auto rennen. Ja. Weil der ist jetzt so im Rausch, weißt du, der springt der jetzt auf die Motorhaube rein. Und will da hoch, ne? So, das heißt, halbe Bewegung. Genau, richtig. Ist jetzt relativ schwer zu messen, deswegen müssen wir nach da hoch, da sind wahrscheinlich so 3 Zoll oder so. Das sind 2, ne? Plus 1, ja. Ja, dann steht der jetzt oben genau auf der Ecke, weil ich sage, der steht wahrscheinlich auf dem Autodach, aber das ist schlecht zu platzieren, genau. Deswegen das heißt, stell den da. Jumpt hier und dann ja. Hier, ne? So. Genau, mit diesem Riesenschwert, scheißegal, einfach da hochjumpen. Genau, der ist so, halt voll drauf. Steht der jetzt da? Könnte dann nachher mal anfangen zu suchen, aber richtig. Jetzt eben noch nicht, weil er mit der zweiten Aktion gerade war. Ja, und dann bin ich soweit auch fertig. Durch. Und die Würmer. Beziehungsweise der eine Geräuschmarker bewegt sich. Genau, jetzt noch. Der Geräuschmarker bewegt sich noch, denn er hat das irgendwie nicht mitgekriegt, dass sein Schwein über seine Kumpels drüber gerollt ist. Vielleicht ist das ja übrigens auch gar kein Wurm, vielleicht ist das ja was anderes. Kann auch sein, ne? Vielleicht ist das ja ein Kaiserdrache. Wahrscheinlich ist es der Kaiserdrache, richtig. Oh, das ist schlecht. 8 Zoll, eventuell kommt in der aus Richtung? Dem, ja, nach hinten Richtung Kante. Richtung Kante? Weil er vielleicht jetzt abhaut. Wieso? Weil es sehr zufällige Bewegung. Miss ich jetzt von rum? Weil der ist ja noch unterirdisch und der krabbelt da so rum. Auch aber der Kaiserdrache macht das. Ist aber unter 6 Zoll, Kollege. Was? Nee. Ja, aber der ist ja noch gar nicht aufgedeckt, der ist unterirdisch noch. Ja, klar, und deswegen zufällige Bewegung. Innerhalb von 6 Zoll kommen die da hoch. Ja, aber hier nicht. Hier so. Ist zufällige Bewegung. Ja, dann. Hier ist er ja, hier war auch zufällige Bewegung, aber das Schwein ist komplett drüber gerollt. Ja, natürlich, warum soll das deswegen, auch das ist gerufen, das Schwein ne? Von Marvin, natürlich rollt das da drüber. Hat aber überhaupt keinen aber Stress. Aber auch so, die von hinten so am Durchdrehen. Ja, sicher. Und schon noch die Uzina in die Fresse schön so am Ablecken. Weil ja, stimmt, hattet ihr ja auch noch dabei, ja klar. Die Uzi. Die hat ja gerade hier eine Uzi gelootet. Die nach Bacon gerochen hat, deswegen. Das hat er schön rausgeholt. Das heißt, 6 ist bis hier. Ich müsste von vorne, von hinten, das machen wir mittig, so das heißt hier, dann bist du hier. Okay, ist er genau noch drin. So, ist er hier hinten. Was auch immer das ist. Okay, die haben sich ja wie gesagt ausgebuddelt, das heißt in der nächsten Runde geht es richtig los. Also jetzt musst du aufpassen, wenn du eine Aktivierung verlierst, dann sind die Würmer dran. Deswegen musst du vielleicht überlegen, was du in welcher Reihenfolge machst. Ich hab da schon mal einen Masterplan. Mega, dann einmal die Marker weg. Und dann bist du dran mit Runde 4 tatsächlich schon. Gut. Wer darf denn zuerst? Als erstes aktiviere ich den Vladislav, weil die Chancen da zu verfehlen am niedrigsten sind tatsächlich. Da muss ich jetzt. So, das heißt, der, den aktiviere ich. Was der auch schafft. So, ja. Ne, der versucht da jetzt natürlich auch da zu looten. Ne? Macht der Chef das genauso wie die anderen? Also auch mit der Schnauze in den Boden und dann alles da abschnüffeln und so? Oder hat der vielleicht einen anderen Weg Chef, dazu? Der Chef hat da natürlich einen anderen Move. Der schnüffelt da jetzt kurz über den Boden und dann schwingt er einfach sein Schwert über den Boden und rascht damit so an den Wellblech entlang. Ne? Der buddelt sich praktisch mit seinem Säbel da jetzt durch. Ne? Okay. Dann lass doch in seinem Fall tatsächlich einen Stärkewert nehmen. Also er reißt das Ding quasi auf. Genau, richtig. Was für eine Stärke hat er denn? Er hat eine Stärke unmodifiziert von 6. Aber du sagst ja, er macht das mit seinem Axtgerät, also, Schwert, was er da auch immer hat. Das ist übrigens ein Mastercraft. Mastercraft. Schlachter Deluxe Rippenschneider. Gut, diesen nimmt er jetzt und schlägt mit Stärke 8 einmal in diese Wellblechhütte rein, ja? Also um 2 plus. Ja, das schafft er gerade so. Ne? Er reißt das Ding auf, also kannst du erfolgreich looten. Das war wieder. Mal gucken, was er findet. 8er und das auch ein. Ja, erstmal 66, also 2 Sechser. Der hellblaue ist wieder der 10er. 5, 2, 52. Wieder ein Ranged Weapon. So, und jetzt auf die 8. Warum genau hat er denn jetzt ein Ranged Weapon gefunden? Müssen wir da erst auswürfen, was das für einen ist? Oder? Können wir ja machen. Vielleicht dann ergibt sich dann ja die Story. Richtig, genau. Ne? Wir machen mal eine 11, die ist viel geiler. So, ja.
Warte mal, die Achter. Ranged Weapon. Richtig? Zwei Achter und dann zusammenzählen. Genau. Die Achter sind. Das ist ein Achter. Nimmst du das die ganze Zeit? Und das ist auch einer. Ich nehme auf, ja. Wo ist ein Achter noch? Ah, da. So. Ja, Junge. Ach, du schneidest ja geil. So, also. Ja, das läuft. Das ist die 88. Oh, das ist die 16 damit. Ja, na klar. Und er hat ein leichtes Maschinengewehr gefunden. Oh, was? Ja, pass auf, das ist natürlich total logisch, warum der findet. Der Typ, der da oben saß, ne? Der auch hier schon seine Maschinenpistole verloren hatte, ja. Ne? Der hat natürlich, als er da oben saß, auf die Sandsäcke da sein leichtes LMG gehabt, hat er natürlich schön den Bacon gegessen. Da musste er warum auch immer abhauen, ne? Und hat dann eilig halt noch den Griff hier vom LMG angepackt. Und das riechen natürlich, die riechen Bacon dann von kilometerweit Entfernung. Irgendwas ist da. Ne? Mega. Und dann schnippst er praktisch das LMG jetzt einmal an, dann flippt er und dann hat er hier so unterm Arm. Klar, ja. Locker. Ja, er schon, das ist ja der Leader. Ne? Okay, das heißt, er hat noch ein LMG gefunden. Damit kann der Marker da gleich mal weg, weil auch diese Stelle jetzt erfolgreich gelootet ist. Fast die ganze Karte leer gelootet hier. So. Und du warst auch erfolgreich aktiviert, das heißt, du hast tatsächlich noch eine Aktion. Gut. Was ist die Natur meiner Schlachter? Ja gut, das Schwein muss erstmal, ne? Dann geht ihr erstmal zum Ruf hin. Also ich aktiviere den. Moment, dein Chef hat noch eine Aktion. Ach so, also du hast jetzt zwei, ja, du hattest den Erfolg aktiviert. Also du kannst noch irgendwas mit dem machen. Ja, wie ist das denn? Ich weiß, es ist ja auch mein erstes Spiel. Was ist denn, wenn der da jetzt so auf Style runterjumpen will? Dann musst du tatsächlich einen Test dafür machen. Da gibt es keine Erschwernis, wenn auf Style so rückwärts halt hoch. Ach so, möchtest du sowas machen? Ja, also, okay. Ja, dann würde ich sagen, klar, gibt es. Also normalerweise wäre jetzt, wenn du runterjumpst, dann hast du einfach einen Move-Test, also in dem Fall deinen Metal-Wert und musst das schaffen. So, also eine 3+, weil offensichtlich ist er ja recht gelenkig, obwohl er halt so ein fetter Typ ist. Ja, aber mit leichtem Maschinengewehr in der Tasche. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, du willst da irgendwie auch noch einen Rückwärtssalto bei machen und so, würde ich sagen, dann ist der halt um einen erschwert. Da musst du halt auf 4+ schaffen. Wenn du das nicht schaffst, fällt der. Das heißt, du kriegst Sturzschaden. Ja, nee, aber der macht das, weil das ist, ne? Der hat da jetzt geschwungen, hat dann LMG, zack, und hat dann unterm Arm dann jetzt rückwärts sein. Wahrscheinlich ist er deshalb auch der Leader, weil der immer so geile Moves drauf hat. Hier durch den Zaun rennt, da schon, direkt hat er MG. Der hat auch schon damals, als er die Schweine geschlachtet hat, der hat das immer so, ne, dann lief Mozart dazu und dann ist der abgegangen, ne? Deshalb. Sehr geil. So. Also, mit Rückwärtsseite da runter. Oh, wie Cobra 11, Junge. Rückwärtsseite. Oh, sehr schlecht. Da fährt er voll auf die Schnauze. Und dann auch die Arme so im Flug. War wohl nix. Der Rollstyler hat jetzt mal voll verkackt. Aber Sturzschaden, wie hoch ist das Ding? 2 Zoll wahrscheinlich oder so, ne? Ja. Ja, 1,5, 2 Zoll. Das wäre dann Stärke 2 gegen deine Defense von 8 oder sowas. Defense 6 hat der. Defense 6, okay. Das heißt, Stärke 2, ich brauche auch einen W10. Ja. Gegen, also Marvin plus hat den dunkelblauen, genau, er kriegt plus 4 auf seinen Wurf. Wenn er höher ist, passiert ihm nichts, außer wenn er gleich ist. Ansonsten legt er sich jetzt mal schön auf die Schnauze. So. Ja. Okay, gar kein Problem. Das heißt, der so fällt zwar hin, ne? Guck kurz, das hat keiner gesehen, schützt dich ab. Hat keiner gesehen, also, oh, war nix, war nix. Der ist, glaube ich, hingefallen und hat so, nur Spaß. So, so, war ja geplant. Ja, das war alles, ne? Ja, klar. Wie das eine Internetvideo, wo der eine Typ da auf den Laufband und dann geht so eine geile Olle vorbei, kennt ihr das? Und dann sieht er nicht, dann legt er sich voll auf die Fresse, wird natürlich von diesem Laufband noch einmal so rumgewählt. Nicht dann da vor diesen Laufen auf den Boden, und macht dann die. Und dann dreht sie sich um wegen dem Geräusch und der. Ja, so die Liegestütze. Jetzt ist er natürlich abgestürzt, das heißt, er bleibt auch direkt unten am Haus dann stehen, richtig? Richtig. Ne? Der nimmt auch direkt die Scheißbrücke auf. Deshalb ist der auch hängen geblieben wegen der Scheißleiter. Nicht, das hat nicht funktioniert. Gut. Okay, dann ist seine Bewegung zu Ende. Kannst du den Marker da mal. Richtig, und jetzt. Das war deine zweite Aktion. Also, du bist einfach. Der Loot-Marker muss weg, weil das ist schon gelootet. So, das heißt, jetzt aktiviere ich den Juri. Juri ist das Schwein. Ja, 5+. Oh, das ist gut, dass ich den aktiviert bekomme. Was macht das Schweinchen? So, das hat natürlich noch den Ruf von gerade gehört. Das heißt, das hat einen Move von 7. Also wenn ich jetzt hier drüber will, dann Abzug. Richtig, da wäre es Abzug, ja.
Das heißt, ich habe. Aber der ist ja auf Rollen. Fährt der nicht eher drumrum? Nee, der hat doch jetzt schon Schwung. Nee, der will straight, will der. Der also, will das ist scheißegal. Das ist ein großes Stollen. Das ist ja, das ist ja hier, das ist der. Vladislav hat gerufen, der ist ja hin. Dreht einmal und dann gibt er wieder Gas und will dann hier drüber. Na, das heißt. Ja, ziehst du 1 Zoll ab. Also 6. Ja, 6, das heißt, dann wäre er genau. Einmal das Tool. Da. Das war die erste Bewegung, aber er hat ja 2 Aktionen. Genau. Das heißt, du wärst durchaus nochmal dran. Ne? Und da der hat zwar schon seinen Mund voll, aber der hat jetzt den ganzen Bacon-Geruch weggerochen, aber der riecht, da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da noch, ne? Das heißt, die zweite Aktivierung. Das ist ja die vollen 7, also noch ein Zoll dran sogar. Ja, hier so. Ja. Zack. Das heißt, dann wäre. Ja. So, genau, hier. So. So. Das heißt, auch er ist aktiviert. Genau. Ist damit fertig. Dann hast du noch die beiden hier. Richtig. Als nächstes aktiviere ich den. Das war der. W10. Als nächstes aktiviere ich den. Den Sergei. Den. Meinen Warrior. So. Praktisch seine rechte Hand vom Vladislav. Na, der siehst ja. Das ist ja praktisch seine rechte Hand und das ist der Lehrling vom CRG. Deshalb ja, hat der klar. Auch nur den Knochen und der hat schon das Fleischermesser. Ne? Das ist halt. So. Den aktiviere ich 5 plus. Schaffe ich. Erfolgreich. So. Das heißt, er will tatsächlich auch nur, weil er hat ja auf den Ruf gehört. Das heißt, er hat 5 Zoll bis hierhin. Das reicht aber. Das muss ich jetzt nicht extra messen. Ja. Ist so. Der Base-Kontakt mit dem Ding? Ja, der ist genau im Base-Kontakt. Okay, wenn er im Base-Kontakt ist, dann passiert nämlich Folgendes. Auch der letzte bis gerade noch verborgene Wurm, der jetzt hier aus dieser Loop-Kiste rausgesammelt wird. Wo ist er denn? Buddelt sich aus, weil er nämlich gehört hat, da ist irgendwas mit dem Nest. Und für ihn gilt, er hat sich jetzt gerade erst ausgebuddelt, da passiert also nichts mehr diese Runde. Die zwei allerdings können normal aktivieren, sofern genau. Du denn gleich mal Aktivierung verlierst, aber du hast eh nur noch eine Mini. Ja, richtig. Achso, er hat zweite Aktion, bleibt er da stehen oder willst du das Ding da versuchen zu looten? Der, als zweite Aktion, ich muss wahrscheinlich direkt hier dran sein, richtig? Nee, ist auch so okay, weil das Ding ist jetzt auch schon rausgekommen, wenn du jetzt quasi als zweite Aktion auch da einen Metal-Test machst, also um das so durchzustüffeln und zu suchen, dann gehen wir davon aus, der sucht das ganze Ding da einmal. Jetzt geht es darum, wenn ich den jetzt hier hinstelle, kann ich trotzdem noch suchen, richtig? Ja, ja, nee, machen wir das ganze Ding, ja. So, das heißt, er läuft sein zweiter, wo ist das so schlau, was haben die für einen Move? Ein Sechser. Das heißt, die sind wahrscheinlich schon mit einem mit einer Aktion. Weißt du was? Er läuft. Ja, Sechser haben sie, okay. Nee, aber er muss einfach noch ein bisschen hier, weil der Vladislav, den ja gerade gerufen hat, jetzt steht er da und grunzt zu ihm rüber. Na? Ne? Was ist los? Blät, sagt er, blät. Dann bitte einmal den Aktivierungsmarker da dran. So. Nee, so ein so einen, genau. Und jetzt, der jetzt fehlt nur noch Igor. Dein Lehrling. So. Auf 5 plus. Jo. Jo, 2 Aktionen. Wo geht's denn hin? Das ist einmal hier. Zack. Und Meister hinterher und zweite Meister Aktion. Meister hinterher hier. Also steht dann auch in Base-Kontakt, genau. Also könnte dann auch. So, zweite, dann muss ich jetzt bei den letzten Marker-Checks noch ran. Damit sind bei dir alle aktiviert. Ich gucke mal hier, Nashworm hat ein Metal von 5. Das heißt, ich aktiviere den ersten der beiden, also diesen vorderen, auf die 5 plus. Ja, 2 Aktionen. Erste Aktion. 6, auch wieder ein Abzug, stehe ich ungefähr hier. Ja. Zweite Aktion, ich charge den Igor, ja. Weil er ganz nah am Nest dran ist. Das heißt, ich bewege mich in Base-Kontakt. So, und jetzt habe ich mit dem Charge einen Schlag frei. Ja. Ich habe einen Mili-Wert von 5. Was hast du für Mili? Mili von 6.
Das heißt, wir würfeln beide. So, guck mal hier, dieses muss dann halt irgendwie testen, ob der da überhaupt dran ist. Das ist richtig. Warte mal, nee, aber ich habe nicht den Leader angegriffen, sondern den. Ach so, stimmt. Ja, nee, okay, dann. Aber tatsächlich müssen die Würmer nicht testen, denn die haben so eine Sonderregel, dass die automatisch alle Willens testen. Ja, das ist ja sowieso nur der Leader. Alles klar, okay. Ja. Also, das heißt dann, aber hat er dann auch einen Melee oder von 6? Melee 6 haben die alle gleich. Das heißt, du hast plus 1, also wir würfeln beide den W10 und ja. Bei dir ist dann plus 1. Ich habe eine 4 gegen. Ich habe eine 2. Wird zur 3, reicht nicht. Ich treffe ihn. Ich habe eine Stärke gegen deine Defense. Ich muss mal gucken. Stärke. Von 6. Stärke 5. Doch, Defense. 6 oder hat der eben eine Rüstung? Ja, der hat eine Rüstung, aber. Doch, Riot Armor macht auch die Rüstung besser. Nee, das, aber die, doch, das ist die Riot Armor, genau. Ich weiß nicht. Nee, Igor ist der. Das ist du Ach nee, nee, Sergei, ja, stimmt, Sergei richtig. An. Sergei ist der Beste. Ne? Der hat eine normale Defense von 6. Und die Riot Armor gibt plus 1 ja, im fernen Nahkampf. Also hat er eine Defense von 7. Ja. Ich habe nur eine Stärke von 5. Das heißt, bei dir plus 2. So. 5 gegen 10. Ja, passiert 10 gar nichts. Ja, das schüttet den nicht, der. Ne? Schüttet den Wurm da ein bisschen ab. Ne? Also. Muss ich gucken, ob der zweite rankommt. Aktivieren, ja. Nicht erfolgreich, eine Bewegung nur. Das heißt, so, ein Zoll weniger. Ziehen. Ja, ich war schon. Steht er hier. Damit ist hier alles bewegt. Er dahin kann, wie gesagt, noch nicht. Wir entfernen alle Marker und kommen dann gleich wieder zur Runde 5. Runde 5 beginnt und ja, du fängst an. Deswegen ja. Die Frage, was du zuerst aktivierst. Ja, als erstes sieht natürlich der Vladislav, dass natürlich hier der Sergei da gerade am Brocken ist. Ne? Und jetzt siehst du nur so ein Grinsen auf in seiner Fresse. Der spitzt sich schon seine Hörner und jetzt will er voll Gas geben. Das okay. Heißt, ich aktiviere den Vladislav. Auf 3 plus schafft er. Erfolgreich. Und das war sogar nur der W8. Ja, gut. Scheißegal, trotzdem erfolgreich. Ja, das hier ist der. Das ist der W10, genau. Ja, aber. Ne? Erfolgreich aktiviert. 2 Aktionen. Wirst wahrscheinlich, er hat einen Move 5. Wirst mit der ersten Bewegung noch nicht chargen können. Dann wirst du wahrscheinlich einmal bewegen und dann charge. Und mit dem Charge zusammen. Ja. Gut. Das heißt, einmal bewegen und dann chargen. So. Geht, ne? Zack. Ja, genau. Und jetzt Charge. Beim Charge hast du halt direkt einen Schlag frei. Also wenn du ihn charge, kannst du auch einmal direkt ziehen. Ja, er will jetzt chargen. Ja. Dann ja? Einmal im Base-Kontakt. In dem Fall jetzt bekommt der Marvin gleich plus 1 auf seinen Melee, weil ja eine zweite Figur von ihm in dem Fight mit drin ist. Damit hat er einen Melee von, muss er kurz nachgucken, der Wurm hat weiterhin Melee 5, das ist schlecht. Melee hat er auch von 6. Plus 1 durch seinen Kumpel, also 7 gegen 5. Du kriegst 2 dazu. Ich habe eine 9. 10. Yeah, ein Crit. Geil. Der trifft den aber volles Brett mit seinem Megaschwert. Mal gucken, ob er ihn auch kaputt hauen kann. Der Wurm hat Defense 6, du hast Stärke 8 wahrscheinlich. 8. Ja. Also bei dir wieder plus 2. Der Wurm hat eine 8. Eine 10 und wieder. Ein ja, Alter, kritisch getroffen und jetzt kritisch verwundet. Das heißt, er hat das Ding sowas von zerschnetzelt. Eignet sich das eigentlich auch als Bacon-Ersatz oder eher nicht so Wurm? Ich sag mal so, der hat das jetzt zerschnitzt. Jetzt geht er natürlich mit der Schnauze erstmal in den Kadaver und wühlt erstmal, ob sich das überhaupt lohnt. Ne? Okay. Aus grobe Leberwurst. Ja, das weiß der ja nicht. Der hat eine feine Zunge, so einen Geschmack. Ne? Das ist, kommt nicht alles am Bacon-Geschmack dran. Ne? Die gehen ja durchs ganze Waste und versuchen ja Bacon-Ersatz. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ist jetzt auch noch nicht gefunden. So, ne? Das ist halt, ne? So, Bacon ist ja ein Adrenalin, ne? Ach so. Die versuchen so einen Ersatz zu finden. Die sind also quasi pur auf Bacon. Die sind auf Bacon. Wenn die, auch wenn die Bacon fressen, dann gehen die ab, hör mal. Ne? Ist dieser Wurm denn jetzt aktiviert? Ja, der ist jetzt normal im Spiel, genau. Das heißt, er ist fertig, waren schon beide Aktionen. Genau. Einmal bewegen, einmal Charge. Richtig. Oh, aber du bist weiter dran, weil du ja erfolgreich aktiviert hast. Das ist mal ein bisschen. Wer ist bei dir denn weiterhin dran? Ja, das, jetzt ist der Juri, guck kurz rüber, was da ist. Der Vladislav grunzt ihn jetzt kurz an
dass der noch nach dem Geruch nachgehen soll. Das heißt, ich aktiviere jetzt den Juri. Auf 5 plus. Erfolgreich. Ja. Das heißt, er geht da rein mit einem Move in das. Aber er möchte gerne. Weil er sieht ja den hier. Er hat noch genug voll. Wenn ich hier dran gehe, kann ich dann trotzdem, ne? Ja, ja. Das heißt, er geht hier und möchte jetzt gerne. Ja, dann wieder den Metal-Wert, also auf 5 plus, durchsucht das Schweinchen alles. Ja. Erfolgreich. Okay, Loot-Tabelle. 2W6, der blaue ist die 10er. W6 einmal, zweimal. 2, 5, 25, oh, das ist Kohle. W10 mal 2 und so viel Geld kriegst du. Das heißt, er hat irgendwie ein bisschen. Ja, egal. Ein, 1 mal 2 ja, sind 2. Das ist ja das Problem, als der da oben abgehauen ist. Ne? Der hat natürlich auch dann seine Groschen in der Panik überall hingeschmissen, die angepackt. Und das war halt noch der Geruch, was das gerochen hat. Ne? Das war halt nicht viel. Ne? Genau, war nicht viel. Aber gut, okay, sind 2 Coins. Die kannst du dir auch schon mal aufschreiben. Ist besser als nichts. Dadurch kannst du schon wieder 2 Member bezahlen. Vor allem, du hast halt mehr Weltengeruch. Ne? Das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja. Richtig. 2 Coins. Hier der Marker kommt weg. Das heißt, die ganze Map ist tatsächlich gelootet. Ja. Du hattest erfolgreich aktiviert. Also bist du weiterhin dran. Und du hast ja noch den Lehrling und den Serge. Richtig. Das heißt, ich nehme jetzt einen Serge. Ja. Nee, gucken. Nein. Nicht erfolgreich, aber eine Aktion. Er will jetzt, der Vladislav zeigt, haut jetzt mit seiner Aerogolgan, zeigt jetzt hier auf den, ne, hier auf das Nest und Serge fängt jetzt an zu wühlen. Ne? Okay, also einmal den Metal-Wert von 5, also auf 5 plus wühlt er erfolgreich. Jawohl. Ja. Das heißt, das Spiel ist an dieser Stelle tatsächlich gewonnen, denn das Nest wird gelootet. Damit haben wir ja vorhin gesagt, endet hier alles. Wir überlegen jetzt gleich nochmal, was genau denn da für ein Tierchen vielleicht drin ist. Und bauen hier ein bisschen um. Ich möchte natürlich noch sagen, ne, dass der jetzt Serge findet was und jetzt grunzen die alle zum Himmel hin, ne, und halten die Waffen hoch. Er schießt mit seinen Aerogolgan. Na schön. Ja klar. Ne? Deswegen verpissen sich die Würmer Kopf wahrscheinlich so, auch. Zerschnetzelte Würfelteilchen von dir. Ja, ja, er schmeißt natürlich den Rest noch so hin, ne, und dann in die Luft hier Tonschaum schießen. Ne? Ja klar, mit Wurmschnetzelwurst. Ja. Okay, wir bauen um und dann schauen wir gleich mal, was hier noch so geht. Ja, wir sind am Ende des Spiels und wie sich herausgestellt hat, gab es in dem Nest einen kleinen Wurm. Und warum der jetzt genau mit in der Warband ist und was da so eigentlich am Start ist, das muss der Marvin euch jetzt mal erzählen. Ja, das ist total logisch natürlich. Ne? Die sind natürlich nicht umsonst zum Nest. Ne? Das war Mama und Papa Wurm und das hier ist praktisch der Küken, deshalb ist das hier auch noch so weiß, weil das ist gerade erst geschlüpft. Ne? Oh, geil, und da hier der Vladislav jetzt nach der Mutter riecht, weil er die gekillt hat und in der gebadet hat, denkt das jetzt natürlich, Mama! Und hängt ihn jetzt natürlich am Bein. Und der Vladislav findet das so geil, weil der den schön jetzt hier so hochkriecht, ne? Und dann denken die sich, hör mal, Schwein? Schwein, ne? Und jetzt ist das ein Schwein. Okay, also sie wollen ihn zu einem machen quasi. Genau, ne? Reihen die den auch immer mit Speck ein, damit der auch schön nach Wurm steht, Bacon stinkt? Ja, ja, die wollen jetzt natürlich auf den Bacon-Geruch auch abrichten. Ob das so klappt, weiß man noch nicht, ne? Richten. Der kriegt jetzt jeden Morgen kriegt er ein bisschen Bacon und dann muss der halt suchen. Dann verstecken die ein Stückchen. Weil die haben ja auch nicht so viel davon, die müssen ja sparsam damit umgehen, ne? Aber es lohnt sich, den zu erziehen natürlich. Das ist so, ne? Vor allen Dingen, guck dir mal an, wie süß der ist. Den kann man doch nicht da lassen. Nee, jetzt ist er wirklich süß. Okay. Ja, das heißt, dieser Wurm, auch mit dem Profil von so einem Gnashworm, schließt sich dann umsonst der Warband an, kostet den Marvin erstmal nichts. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es ins Wasteland geht. Alles, also wie viel die Warband kostet, was sein Unterhalt ist und so, das machen wir alles zwischen den Spielen später noch. Und ob er vielleicht jemanden anheuert oder nicht, das seht ihr dann im nächsten Spiel. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ist die Geschichte ja, mit dem Einkommen, mit dem Wasteland. Und wen schickst du ins Wasteland? Ich schicke den Sergej und den Igor.
Den Serge und Igor, die gehen ins Wasteland. Denn der Leader darf nicht und Juri darf auch nicht. Als ja, der Leader, der sitzt jetzt auch am Lagerfeuer, ne? Streichelt an der einen Seite das Schwein, an der anderen Seite den Wurm, ne? Rechts und links, ne? Der Wurm liegt schön auf seinen Schoß, da geht nichts, ne? Der schickt jetzt ins Wasteland, dass die noch ein bisschen Bacon finden. Ja, mega. Okay, und mit den Karten läuft es ja wieder so. Ein paar Karten sind ja schon weg. Die hat der Dennis ja schon verbraucht. Es läuft halt so, dass eine Karte hingelegt, aufgedeckt wird. Kein Tausch, weil es war jetzt nicht Spieler gegen Spieler oder so. Das heißt, das, was da liegt, zählt. Zahlenkarten mal 3 in Coins kriegt man. Bildkarten, ein besonderes Event. Das gucken wir dann im Regelbuch nach, was man dann bestehen muss oder auch nicht. Deswegen, nimm doch mal eine Karte für den ersten. Gerne. Ziehen wir mal. Ass. Oh, ist geil. Das gut? Da, Ass eigentlich da, immer, müssen, ne? Da müssen wir gleich gucken. Ist eine Bildkarte. Und der zweite? Oh, der Joker. Moment. Ich muss mal gucken, ob es einen Joker gibt. Wenn nicht, musst du da... Soll ich dann? Ich ziehe einfach mal nach. Falls es keinen Joker gibt, wäre das ein Pick 2. Okay, die wäre natürlich super mies, weil es nur 6 Coins sind. Ja gut, sind. Ist dann halt so. Aber wir machen eins nach dem anderen. Wir machen erstmal das... Kreuz Ass. Ich suche. Kreuz Ass. Wo ist es denn? Okay. Du findest wohl irgendeinen Wasservorrat. Während du eine verlassene Straße irgendwie, einer entlassenen Straße entlang alles absuchst, findet dein Typ, der da unterwegs ist, tatsächlich noch unverschmutztes, reines Wasser, was darauf hindeutet, dass in der Nähe wohl auch noch ein Wasserlager ist oder so. Das Modell nimmt mit, was es nur tragen kann, aber er muss irgendwie schnell und unbemerkt da wegkommen, bevor andere Plünderer das irgendwie sehen. Und deshalb, um das zu schaffen, muss er einen Agilitätstest, aber gegen den Wert 12 schaffen. Das heißt, dein Mittelwert gegen 12. Du musst auf eine 12 kommen, also relativ schwierig, um die Vorgesetzten und den Chef und so zu informieren, dass es da noch geiles Zeug gibt. Wenn ihm das gelingt, dann schafft er das. Er wird nicht entdeckt und die Warband kommt mit, hilft ihm. Und weil das so ein Wahnsinnsfund ist, den sie dann verkaufen, muss deine Warband für die nächsten W3 plus ein Spiele überhaupt keinen Unterhalt zahlen. Also für mindestens 2 Spiele, vielleicht für länger. Wenn du das verkackst, den Test, dann bekommst du gar nichts und stattdessen, okay, hat der Gegner irgendeinen Vorteil, aber Gegner haben wir in dem Fall nicht. Ja. Also dann hast du halt einfach verkackt, kriegst nichts. Du kannst das ignorieren. Dann bleibt es nämlich dabei, dass er einfach nur das mitnimmt, was er tragen kann. Der Rest ist ihm scheißegal. Und und er verpestet noch den ganzen Rest, damit niemand anderes was davon hat. Ja. In dem Fall würdest du W10 plus 10 Coins bekommen. Ja. Einfach für das, was du alles mitnimmst. Also mindestens 11 Coins. Okay. Ich müsste gegen meinen, was für einen Wert hast du gerade? Metal-Wert. Das heißt, Metal 5, du müsstest eine 7 würfeln. 7 plus, um das zu schaffen. Jetzt das ist ja eigentlich auch wieder ganz einfach. Das riecht ja nicht nach Bacon, das ist ja nur Wasser. Das heißt, das ist für die relativ uninteressant. Richtig. Ne? Aber der weiß natürlich schon, ein bisschen Wasser brauchen die natürlich auch, obwohl die natürlich weniger brauchen, weil die haben sich halt, ne, Schweine an die Hitze angepasst. Das heißt, ich würde tatsächlich die Option nehmen, dass der sich nimmt, was der nehmen kann. Aber da das natürlich der Serge ist, ne, der da schön lang schleicht, dann kackt den natürlich noch schön in das Wasser rein. Ne? Damit kein anderer was davon richtig hat. Ja. Im Prinzip steht es so auch im Regelbuch. Zwar steht da, so da steht zwar nicht direkt was vom Kacken, aber in der Art ist das. Ja. Ne? Also das heißt, du kriegst W10 plus 10 Coins, würfel mal ein W10. Oh geil, das ist cool. 19 Coins, das ist ja schon mal ziemlich gut. Ja. Es gibt tatsächlich keine Joker hier, also kommt der Joker raus. Damit ist das leider relativ madig. Das mal 3 ist eine 6, also nochmal 6 Coins. Hast du 25 Coins gefunden, plus die 2 Coins, die du ja gelootet hast, plus Maschinenpistole, Liquid Bravery und leichtes Maschinengewehr. Und dann gucken wir jetzt nochmal nach dem Spiel, was es so an Erfahrungswerten und Sachen gibt.
zeigen euch gleich ganz kurz noch die Map und sind aber mit der Warband für jetzt erstmal raus. Der Marvin muss halt gucken, wie er aus dem Wurm jetzt einen Schweinewurm macht. Das kriegen die schon hin, ne? Die müssen ja erstmal nach Bacon abrichten, bevor die dann den, die Schönheit, weil es erst der innerliche... Ja, sicher. Die Lehren des Bacons müssen dem verinnerlicht werden, bevor dann das Äußere, ne? Stimmt, die Lehre des Bacons, da hatten wir uns vorhin mal drüber unterhalten, das war aber nicht auf der Kamera. Das musst du vielleicht den Zuschauern das nächste Mal erklären, was denn die Lehre des Bacons ist. Das wollt ihr wissen, ne? Das ist, ja, klar. Ich rate euch, lebt nach der Lehre des Bacons und Leben ist echt, echt geil. Ne? Alles klar. Wir bauen um, machen gleich noch die Karte und sind dann erstmal raus. Kleiner Nachtrag, ich habe nämlich hier gerade gesehen, hinter den ganzen Karten, dass nämlich der rote und der schwarze Joker, dass die wohl mit im Deck sind. Und das wird einen riesen Unterschied machen, das gegen die zwei. Deswegen spulen wir quasi ein bisschen zurück, spielen den schwarzen Joker statt der zwei, gucken, was da steht. Und der schwarze Joker ist nämlich Monster Hunt. Das... also, es wird an das Modell herangetreten, von wem auch immer, den er unterwegs trifft, mit einem lukrativen Jobangebot. Wenn du akzeptierst, dann wird dein Modell in eine Warband von Peacekeepern integriert, wieso auch immer, die gerade dabei sind, einen riesigen und gefährlichen Mutanten zu jagen. Das Modell muss, wenn du das machst, einen Survival-Test gegen die 12 machen. Survival ist auch auf Metal, also muss wieder eine 7 plus schaffen. Mhm. Wenn du das schaffst, dann, Moment, dann ist das, ist das Modell maßgeblich an dem Töten dieses Mutantenstar, okay, hier steht Capturing, also die fangen den, beteiligt. Und er bekommt einen großen Anteil der Beute. Ich weiß schon, wie das war. Und zwar 70 Coins, wenn du das schaffst. Ich weiß schon, wie das war. Wenn du allerdings das verkackst, dann musst du sofort auf den Survival-Table rollen. Also so, als wenn du verletzt werden würdest nach dem Spiel oder so. Und das Ergebnis zählt dann. Also du kannst auch theoretisch sterben dabei oder so. Aber kannst auch Glück haben, wer weiß. Du kannst das alles ignorieren. Und deswegen sagen, nö, mache ich nicht, das ist mir irgendwie zu gefährlich. Du streunst einfach weiter durch das Wasteland und findest mit Glück eine alte Autogarage, vielleicht war es die, die gerade auf der Map war. Und da findest du halt Teile von Autos und Ähnlichem, was du verkaufen kannst, wofür du dann 20 Coins kriegen kannst. Also 20 Coins ohne Risiko oder Survival-Test auf 7+. Ich weiß natürlich schon, pass auf. Treten natürlich an den Rand, ne? Und die erzählen das jetzt so, ne? Und die sagen, und der sagt nur Igor, nichts verstehen, Igor, ne? Die wollen ihn natürlich haben, weil die wollen ja das Monster fangen, ne? Und die entkleiden den, geben den Apfel in den Mund und der muss auf so ein Tablett, ne? Ja, klar! Und unter dem ist halt so eine Fallgrube, ne? Und Igor sagt, Igor nichts verstehen. Die geben dir den Apfel im Mund, der nimmt den Mund und nickt nur. Ne? Also macht er natürlich, den Igor. Ne? Und deswegen. Na klar, so ist auch der. Deswegen wollen sie den haben. Ja, sicher. Und deswegen ist dieser Survival-Test auch so hoch, weil wenn dieser Riesenmutant sich da draufstützt, mit dem in die Grube fällt, dann ist das natürlich. Der Igor hat ja auch nicht verstanden, was die wollen. Der hat nur einen Apfel, den jetzt schön ist, den kleinen, den, das gefällt den anscheinend auch. Ne? Wer war das denn von Igor? Igor ist der Knochen. Der Lehrling. Der findet das gut. Und er so, ja, geh mal mit. Weil nur 70 Coins gehört. Ja, 70 Coins. Ja, er ist, ja, sicher. Er ist ja mit dem Wurm. Die sind ja auf seinen Schultern rechts. Und er ist ja noch beschäftigt da, ne? So, ne? Also, eine 7 plus, dann hast du richtig Kohle, Junge. So, ja, schauen wir mal. Ja, sicher! Und der schafft das, ne? Das heißt, das Viech kommt da angestampft, ne? Und dann guckt der Igor noch hoch. Igor will den gerade packen. Und dann schüttet der Igor sein Schwänzchen, rennt weg und das Viech fällt da voll rein. Der Igor schafft das gerade über die Kante zu springen. Mega! Ne? Da liegt die 7. Er hat's. Ja, 70 Coins. Wohl verdient, würde ich mal meinen. Boah, fett. Das heißt, wir haben vorhin schon abgezogen mit Kosten und so. 21 werden dann jetzt wohl zu... Ah, nee, nicht 71, weil es waren 6 von den Dings weniger, ne? Also genau, 64 dazu, bist du bei 85 Coins. Das hat tatsächlich einen Mega-Unterschied gemacht. Das ist fett.
Und dann könnte nämlich vielleicht doch die Ma oder. Ja, mal gucken. Mal gucken, man weiß es noch nicht. Genau. Die Ma? Wie die Ma? Ja, er hat ja noch so eine Schweinemutter. So, ja, die ne? müsste irgendwo die Muttermilch. Bei Muttermilch, das ist ja. Also erst kommt Bacon, dann kommt Muttermilch. Ja. Ne? Ja aber erst kommt Bacon, ja natürlich. Also als Austausch gegen Paar oder was? Nein, noch dazu anheuern. Er ist ja Tribals, also er hat ja nicht diese Struktur wie bei den Mutantenkannibalen. Deswegen, wir müssen mal gucken, was die Ma sein könnte. Also mal schauen. Aber du willst die Titten haben. Die ja, ich wüsste. Ne? Obwohl, da gibt es ja auch noch so einen anderen Spezialisten. Aber schauen wir mal. Ne? Das wissen wir noch nicht. Ne? Die Lehre Leute. Des Bacons ist unergründlich. Ja, klar. So, Leute, jetzt aber die Karte und dann gleich mal raus hier. Meine Güte. Zum Abschluss einmal die Map. Ihr seht nochmal zur Wiederholung, im Norden ist der Dennis mit seinen rosa Fähnchen. Hier im, was ist das dann, Südwesten, Westen, ist der Marvin gestartet. Das war sein Heimatfeld. Er hat das Nest angegriffen, sehr erfolgreich. Und eigentlich war noch fast geiler als das Game, die Aktion von dem Igor mit dem Apfel. Also von daher, mega erfolgreich. Das ist ein sehr guter Start in die Kampagne. Steck doch mal dein Fähnchen, weil du hast ja ein Feld erobert. Ne? Super. Oink, oink. Genauso wie beim Dennis auch, haben wir hier jeweils 5 Coins, die man zwischen den Games pro Runde quasi generiert. Jetzt in der ersten Runde noch nicht, hatten wir extra gesagt, weil man ist ja hier gerade erst gestartet und das Feld gerade erst eingenommen. Aber auf jeden Fall, ebenso wie der Dennis, der Marvin super gestartet, hat sich hier eine geile Kreatur geholt und hat jetzt auch noch ein paar Coins, um sich vielleicht noch irgendwie jemanden anzuhören. Mal gucken. Ich würde auf jeden Fall sagen, geiler Einstieg, geiles erstes TNT-Game. Richtig mega. Geil. Also mega, gerade der Igor, ne? Junge, ja klar, der Igor. Das ist halt auch ein Lehrling von der Lehre des Bacons. Ne? Das ist halt, ja. Die sagen, einen geschenkten Apfel schaut man nicht ins Maul. Richtig. Irgendwie so, ne? Geschenkten Apfel. Okay, wir sind raus und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.